Guten Tag und hallo, liebe Reisefreunde. Wir haben heute den 27. September und befinden uns auf der 45 von Zweeg in Richtung Mora. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns auch auf dieser Reiseetappe durch Schweden begleiten würdet. Also, wenn ihr mögt, herzlich willkommen bei uns an Bord. Hier legen wir eine kleine Rast auf einem Waldparkplatz ein. Nach einem Kaffee und einem kleinen Spaziergang ging es dann wieder weiter. Inzwischen haben wir Mora hinter uns gelassen und befahren jetzt die 26 in Richtung Süden. Ja, wenn man mehrere Wochen oder gar Monate unterwegs war und Stellplätze erkundet hat, freut man sich doch über solche, die man bereits kennt und die einem wirklich zusagen. Daher sind wir jetzt von der 26 abgebogen und steuern einen solchen Stellplatz an einem See an. Der Weg dorthin ist zwar recht holperig, führt uns aber zu einem schönen Ziel. Na wunderbar, da jetzt keine Badesaison ist, stehen wir hier zurzeit ganz alleine. Tja, ein wenig Hundebespaßung gehört auch dazu. Am Abend machten wir es uns gemütlich und entzündeten ein Lagerfeuer. Der nächste Morgen begrüßte uns mit Sonnenschein. Ein Erkundungsgang in die Umgebung ist immer wieder interessant.
diese typischen Moorseen vermitteln uns immer wieder einen geheimnisvollen Eindruck. Schon bei der Annäherung sollte man sehr vorsichtig sein, da es hier immer wieder tückische Bereiche gibt, in denen man leicht versinken kann. Und auch hier holen wir uns wieder Spülwasser für Stiefel und Hände. Da kein Regen vorhergesagt ist, wollen wir hier unsere restlichen 3 selbst geangelten Forellen aus dem Froster zubereiten. Eine davon soll im Tischräucherofen geräuchert werden. Dazu wird sie jetzt schon mal in eine Salzlake eingelegt. Der Campingtisch dient als provisorischer Windschutz. Nach ca. 25 Minuten Räucherzeit haben wir die Garprobe gemacht. Und ja, die Rückenflosse lässt sich leicht herausziehen. Der Fisch ist also gar. Wunderbar. Und dann ließen wir uns den leckeren Fisch so richtig munden. Und nach dem leckeren Mahl tat ein entspanntes Sonnenbad so richtig gut. Und da wir hier alleine waren und sich so niemand daran stören konnte, haben wir mal wieder unsere Bettwäsche vom Sonnenwind so richtig durchpusten lassen. Ja, liebe Leute, heute haben wir mal wieder Appetit auf gebratene Forellen. Die werden wir jetzt hier gleich in der Eisenpfanne über dem Feuer brutzeln. Jawohl! Etwas Birkenrinde als Feuerstarter macht sich immer gut.
So, unsere Forellen sind jetzt fertig. Und weiter geht es auf der 26 einem weiteren Ziel entgegen. Ja, auch hier steuern wir während der Rückfahrt einen uns bekannten und bereits vorgestellten Stellplatz an der 26 an. Ja, da wir den, wie ich bereits gut kennen, sind uns eventuell tückische Stellen bekannt, die wir so gut umfahren können. Wäre dies nicht gegeben, hätten wir uns sicher dreimal überlegt, hier lang zu fahren. Da sind wir ja heil angekommen. Nun machen wir nochmal einen kleinen Rück- und Umblick. Oh, schade, die Müllcontainer, die hier sonst standen, sind nun verschwunden. Schade. So, nun heißt es aber erst einmal mit dem Hund die Gegend erkunden.
haben ja gehofft, hier an diesem Moorweiher in den Abendstunden einen Elch zu sehen, aber leider war es uns nicht vergönnt. Nach zwei ruhigen Nächten ging es dann weiter auf der 26 in Richtung Süden. Unser nächstes Zielgebiet liegt am großen Wennernsee im Ort Zöltorp. Hier in Zöltorp gibt es eine Schleusenanlage des Götterkanals. Diese verbindet den Kanal regulierend mit dem Wennernsee. Zudem steht auch ein gebührenpflichtiger Stellplatz für Wohnmobile zur Verfügung. Und diesen direkt am Schleusenbecken liegenden Stellplatz werden wir jetzt aufsuchen. Neben einer Minigolfanlage ist auch ein überdachter Grillplatz vorhanden. Die Stellplatzgebühr lag hier inklusive Dusche, Stromanschluss, Waschmaschine und Trockner bei 250 Schwedenkronen. Mehrere Tafeln bieten interessante Informationen über die Region. Das betrifft auch die Angelbestimmungen. Eine Angelkarte ist hier nicht erforderlich. Wir haben hier allerdings nicht geangelt. Hier noch einmal die bereits erwähnte Grillstation. Eine Tischtennisplatte ist auch vorhanden. Zurzeit ist es hier sehr ruhig, da ab Ende September bis Anfang Mai keine Schleusungen stattfinden. Viele der Gastronomiebetriebe waren jetzt geschlossen. Ein gut ausgebautes Wegenetz lädt zum Spazieren ein. Wer von hier aus am Götterkanal entlang radeln oder wandern möchte, findet immer wieder interessante Eindrücke vor. Nachdem wir den Stellplatz wieder verlassen hatten, nutzen wir hier die Station zum Ver- und Entsorgen.
Diese Einrichtung liegt ganz in der Nähe des Stellplatzes und wurde auch von Campern genutzt, die nicht auf dem Stellplatz übernachtet haben. Und weiter geht es in Richtung Süden. Unterwegs machen wir noch eine kleine Pause auf einem Rastplatz und dann geht es weiter in Richtung Trelleborg. Inzwischen sind wir auf der E4 unterwegs und wollen auf diesem Stellplatz in Örkelunga übernachten. Der Platz liegt in der Nähe der E4 und kostet für eine Nacht 50 Schwedenkronen, mit Strom 100 Schwedenkronen. Eine Station zum Ver- und Entsorgen ist vorhanden. Unmittelbar neben dem Stellplatz befindet sich ein großer Händler für Wohnwagen und Wohnmobile mit Werkstatt und Teileverkauf. Tja, das kann schon mal im Fall einer Panne von Vorteil sein. Und weiter geht es auf der E4 in Richtung Trelleborg zur Fähre. Wir sind ja sonst immer an einem Werktag mit der Fähre gefahren und fanden das Durchkommen beim Ein- und Aussteigen auf dem Autodeck durch die zahlreichen LKWs oft schon recht unangenehm. Heute, am Sonntag, ist die Sache bei den wenigen LKWs deutlich entspannter. Ja, liebe Reisefreunde, mit diesen letzten Eindrücken geht unsere Skandinavienreise 2023 nach etwa 8 Wochen zu Ende. Wir wünschen euch neben Gesundheit lebhafte Reiseträume sowie alles Gute und verbleiben mit lieben Grüßen. Also, wenn alles gut geht, bis zur nächsten Reise. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und den Daumen nach oben sehr freuen.